Hallo und herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Da gibt es einen gewissen Trend, den ich ansprechen möchte. Es gibt hier irgendwie so Rückfragen zu meiner Arbeitsweise, wann welches Sternzeichen drankommt und warum jetzt dieses Sternzeichen jetzt gekommen ist und das andere dann gekommen ist. Liebe Leute, solche Fragen beantworte ich nicht. Es ist hier nicht die moderne Kindererziehung, wo man alles mit den Kindern abspricht. Ich spreche nicht Dinge ab mit dem Publikum. Das ist eine One-Way-Show. Das geht One-Way, One-Way, One-Way-Kommunikation hier. Ja. Es ist nicht so, dass ich hier nachfrage, ja, wobei sogar, nee, das Video hier ist natürlich nicht für alle gedacht, sondern für jene, die das Gefühl haben, sie könnten da mitreden. Das konnte noch nie jemand und das darf auch in Zukunft niemand. Was wollte ich sagen? Genau, da gibt es dann sogar Lügner. Lügnerin, Lügner. Also es gab da 2, 3 Personen, die behauptet haben, bei ihrem Sternzeichen würde irgendeine Ich- und Du-Legung fehlen oder Februar-Monatslegung wurde bei uns nicht gelegt. Also erstens mal, du bist eine Lügnerin, ein Lügner, du lügst. Du lügst. Das ist das eine. Und das andere ist, es kann sein, ja, es ist zwar nicht so, aber ich könnte heute sagen, das hier ist ein Kanal, wo ich nur noch für Skorpion lege und dann ist das so. Dann ist das so. Ja, das ist nicht etwas, wo ich mich rechtfertigen würde. Und drittens, läufst du da tatsächlich frei herum und präsentierst dich als Mitmensch, deinen Mitmenschen gegenüber als Mitmensch? Ja? Also all diese Dinge, die ich hier lege, all diese Geschichten, die ich hier lege, da passen Menschen wie du gar nicht rein. Du darfst meinen Kanal verlassen. Hey, schaust du meine Legungen an und resonierst damit? Nö, also so Lügner, so Arschlöcher sehe ich hier in meinen Legungen nicht. Wenn, dann kommen sie bei Außenstehenden vor, ja, dann weiß man, mit wem man es zu tun hat sozusagen, aber... weil normalerweise Arschlöcher und Lügner mit meinem Kanal, mit meiner Energie nicht resonieren, verpissen sie sich auch wieder von meinem Kanal. Also es wundert mich, dass du überhaupt hier bist und lügst. Du lügst. Du musst da selber scrollen und suchen und machen und tun, das tue ich sicher nicht. Okay, also ja, dieser Trend da, gell, liebe Leute, wo man meine Arbeit überwacht sozusagen, also gewisse Menschen müssen sich gar nicht wundern, dass viele Serviceleistungen durch Computer ersetzt werden, weil eben Menschen durch solche Menschen ermüdet werden mittlerweile. Ich bin hier in einer Position, wo ich das hier machen kann. Verpiss dich, ja, ich lege hier, was ich will, verpiss dich. Und andere Leute, ja, die tun sich eben solche Menschen an und daran gehen sie psychisch und physisch dann kaputt. Und deswegen sagt man dann, weißt du was, es ist kostengünstiger, einen Computer aufzustellen, ja. Dann kann man unsere Mitarbeiter an einem anderen Ort einsetzen, wo sie weniger Menschenkontakt haben. Deine Attitudes, ja, die kannst du da draußen behalten, kannst meinen Kanal verlassen. Einen solchen Trend gibt es hier nicht bei mir, das gibt's hier nicht bei mir. Ich erzähle hier ständig davon, Grenzen zu ziehen, ja. Ich erzähle immer, lasst euch nichts gefallen. Was glaubst du, wie ich drauf bin? Was glaubst du, wie ich drauf bin? Nein, das hat dir also gefehlt. Warte, ich suche dir dein Video raus. Ich gebe es dir, ich schicke es dir. Ja, meinst du das? Oder, oh nein, jetzt bist du verletzt. Ich werde jetzt alle anderen außen vor lassen und schaue, dass ich dich emotional da erfüllen kann und ja, lade jetzt dein Sternzeichen hoch für dich. Also, was glaubst du eigentlich? Ja? Geh mal zu deiner Mutter nach Hause. Ja, geh mal zu deiner Mutter nach Hause. Ich bin eine wildfremde Frau, mich kennst du nicht. Geh zu deiner Mutter nach Hause und sag ihr mal, stell dein Sofa hierher, Regale sollten da sein. Oh, das gefällt mir nicht, wechsle die Tischdecke. Weißt du, was sie machen wird? Deine Mutter, weißt du, was sie tun wird? Sie wird dich rausschmeißen. Ja? Haltet die Füße still. Dieses Video geht an diese paar Leute da, die hier ja das Gefühl haben, die hätten hier irgendetwas zu sagen. Niemand hat hier was zu sagen. Ich bin hier die Einzige, die redet. Ja, sie ist auch hier an den Videos. Ich rede. Okay?
Wünsche euch alles Gute, macht's gut. Bye, bye.